Hare Krishna, ich möchte ein paar Worte sprechen über ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, das mich seit Jahren begeistert und ein Thema oder eine Sache, der ich sehr auch zu Dank verpflichtet bin, eine Sache, die mich total ja, einfach begeistert und die notwendig ist. Ich wollte schon mehr darüber sprechen. Und ein Freund von mir, Devoti, hat mir auch geschrieben, ich möchte bitte ein paar Worte über dieses folgende Thema sprechen. Und zwar über Buchverteilung Sankirtan. Sankirtan ist ja der Prozess für das heutige Zeitalter im Kali, das gemeinsame Chanten der heiligen Namen, was ein sehr einfacher Prozess ist, um Krishna bewusst zu werden. Und Srila Prabhupada hat Sankirtan auch, oder hat die Buchverteilung auch als Sankirtan bezeichnet, weil man zusammen über Krishna spricht. So das Sprechen ist auch Kirtan. Nicht nur Singen ist Kirtan, auch Sprechen. Srila Prabhupada hat diese Schriften, diese Bücher, das Bhagavatam und so weiter, übersetzt und gebracht, weil er in den Büchern, in Krishna Katha, in Buchform, da hatte er extremst oder sehr viel Glauben daran, und Vertrauen, dass das einen großen Eindruck macht in der Weltgeschichte und den Lauf der Geschichte ändert und mehr Menschen zur Überzeugung bringt, sich Krishna hinzugeben, was letztendlich die Welt retten kann und ja, zum Positiven verändern kann, all das. Srila Prabhupada hat das nicht gemacht aus eigenen Stücken, sondern aufgrund der Anweisung und Inspiration seines Meisters. So, Srila Prabhupada sah sich immer als Diener des Wunsches seines spirituellen Meisters. Und sein Meister hat auch nur das Erbe unserer Schülernachfolge weitergetragen. So hatten wir schon in der Zeit der Goswamis und kurz davor in der Zeit von Chaitanya diese Bemühung, das vedische Wissen oder die Essenz des vedischen Wissens, das ist Bhakti, die Hingabe zu Krishna, zu erklären, analytisch zu präsentieren und auch in Bücher zu packen. So, Srila Prabhupada ist in der Hinsicht einfach ein Nachfolger dieses Wunsches und Gedanken von Krishna selbst. So, jeder, der sich dann in dieser Mission beschäftigt, ist vollkommen in der Linie dieser größten Meister, die die Geschichte je gesehen hat. Die sind leider teilweise sehr unbekannt, weil die Gaudiya Vaishnava Tradition nicht so bekannt ist. Aber das sind die größten Meister, wie eben Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, Gaurakishore Das Babaji, Jagannath Das Babaji, Vishwanatha, Baladev und so weiter. Ja, manche von euch sagen diese Namen was, manche nicht. Ich werde in Zukunft vielleicht noch mehr über die einzelnen Acharyas sprechen. Ich denke, das wäre ganz wichtig. Jedenfalls waren das extrem, also sehr, sehr, sehr Krishna-bewusste Persönlichkeiten, ja, erleuchtet, entsagt, intelligent und ja, auf der reinen Ebene. So, wenn wir uns in dieser Buchverteilung beschäftigen, dann beschäftigen wir uns in diesem Familienbusiness, Family Business dieser großen Acharyas, sind mit ihnen verbunden und bekommen dadurch viel Barmherzigkeit und Segnung von ihnen. Und spiritueller Fortschritt wird dann sozusagen gewährleistet. Was ist die Buchverteilung? Buchverteilung heißt, dass ich Bücher von seiner göttlichen Gnade, Abhijatanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, verteile. An wen auch immer, wo auch immer. Da gibt es kein Limit. Man versteht, diese Bücher sind so mächtig, dass sie eben alle Unwissenheit in diesem Zeitalter zerstören können, weil wahres Wissen enthalten ist. Und der Kontakt dieses Wissens, dieser Bücher mit den bedingten Seelen, mit den Personen, ist sehr glücksverheißend. Und die Person, die dieses Buch verteilt, bekommt sehr viele Segen. Und die Person, die das Buch bekommt, natürlich auch. So in der Regel machen wir das einfach auf der Straße. Und so habe ich das auch gelernt, als ich eigentlich schon ganz zu Beginn, als ich die Gottgeweihten getroffen habe, also nicht in der ersten Begegnung, aber das war 2001, ungefähr Ende Oktober, November, in Wien auf der Mara-Hilfer-Straße. Da habe ich einen Sankirtan-Devoti getroffen, der hat mir Bücher gegeben und ich habe mich mit ihm unterhalten und schon gemerkt, wie faszinierend diese Buchverteilungsmission ist, weil ich selbst so zum Krishna-Bewusstsein gekommen bin, durch den Kontakt mit einem Buchverteiler. Und als ich dann selbst das erste Mal auf der Straße war, auf der Mara-Hilfer-Straße, so ich habe auf der Mara-Hilfer-Straße meine Bücher bekommen,
Wie gesagt, war es nicht das erste Treffen, aber das war wichtig, weil das waren die Votis, die da eben einen Tempel auch in Wien hatten. Dann konnte ich den Tempel besuchen. Und als ich dann in den Tempel eingezogen bin, war ich dann auch auf dieser selben Straße und habe dort das erste Mal Bücher verteilt. Beziehungsweise damals war ich mit dem damaligen Bhakta-Leader, also mit dem, der sich um die neuen Leute gekümmert hat im Tempel, der hat mir das gezeigt, der Satyaraj. Das war damals. Und er ist da durch diese Straße marschiert und ich neben ihm und habe ihm einfach zugesehen, wie er das macht. Und mir ist damals aufgefallen, er war nicht gerade sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, er hat ein paar Bücher verteilt, aber insgesamt haben nicht viele Leute reagiert und ein paar Gespräche waren auch gar nicht so positiv. Und so habe ich schon meinen ersten Eindruck bekommen. Ja, Sankirtan, das ist, ich weiß nicht, ob ich damals dachte, dass er es vielleicht nicht kann oder ob das grundsätzlich schwierig ist, weiß ich nicht. Aber naja, Sankirtan hat sich von seiner ehrlichen und wahren Seite präsentiert. Das heißt, ja, das wird einem nichts geschenkt. Obwohl ich in all den Jahren, in denen auch ich Bücher verteilt habe, oftmals schon erlebt habe, dass Krishna Geschenke präsentiert in Form von, dass dir was geschenkt wird und auf einmal passiert was Wunderbares. Aber meistens nur, wenn man sich wirklich hingibt. Das heißt, Krishna will sehen, dass wir uns bemühen, egal ob das Ergebnis positiv oder negativ ist. Und wenn er möchte, manchmal passieren tolle Dinge und auf einmal nimmt jemand viele Bücher mit oder gibt eine große Spende und wir sehen und bekommen Feedback von Krishna. Habe ich mal verteilt in München in der Kaufinger Straße und es war sehr hart und es ging praktisch kein Buch raus und manchmal hat man so Tage, da bleiben nicht viele Leute stehen, man bemüht sich und gerade diese großen Städte sind sehr schwierig, weil wenn da tausende Leute entlanglaufen, die wollen natürlich nicht stehen bleiben, ist sehr schwierig, jemanden überhaupt anzuhalten, geschweige denn ihm ein Buch zu geben, zu erklären, was es ist und das Thema ist ja auch nicht gerade leichte Kost für die Fußgängerzone, in der es ja wirklich um praktisch gar nichts geht, so ist es sehr schwierig in so einer Situation. Ich habe mich da bemüht und versucht und hat nicht geklappt und ich war schon am Rande dabei, unzufrieden zu werden und wirklich ein bisschen frustriert zu werden. Aber ich habe mir gesagt, nein, Ananda, du bleibst ausgeglichen und zufrieden und machst einfach weiter. Und das ist eigentlich grundsätzlich die goldene Formel auf Sankirtan, einfach weiterzumachen, egal was passiert, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, bei Krishna Zuflucht suchen, stetig zu bleiben. Und so habe ich dem Geist ein Schnippchen geschlagen und konnte auf einmal wieder in einem guten Bewusstseinszustand weitermachen. Und dann blieb auf einmal ein Mann stehen, der konnte gar kein Deutsch. Er hat Russisch gesprochen, hat mir nur gesagt, Bhagavad Gita. Und hatte ich zu der Zeit nicht. Ich hatte dieses Buch Die Schöne hat es selbst verteilt. Da habe ich gesagt, nee, ich habe nur das. Und er hat es trotzdem genommen, also ein Portemonnaie aufgemacht, mir einfach 100 Euro gegeben und sich bedankt und ist gegangen. Sowas passiert nicht so oft. Also in den Jahren, in denen ich Bücher verteile, ich verteile seit 2002, ist mir das ein paar Mal passiert, aber nicht sehr oft. Also dass jemand eine sehr große Spende einfach so gibt. Aber da habe ich gesehen, und da fühlt man sich natürlich sehr zufrieden. Ein Buch geht raus, jemand gibt eine große Spende und zeigt Wertschätzung. Und das passiert so mitten in einer Situation, in der es auswegslos scheint und hoffnungslos und man schon gar nicht mehr weiß, was soll ich denn tun, was tue ich hier überhaupt. Ja? So versteht man, das ist Krishna, der in so einer Situation ermutigt und zeigt, du bist auf dem richtigen Weg. Und er sagt, mach einfach weiter. So, wir sollen uns, das ist auf Sankirtan, was ganz, ganz wichtig ist, wir sollen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und immer im höheren Wissen verankert bleiben. Immer wissen, wir sind nicht der Körper, wir sind die Seele, wir gehören zu Krishna. Diese Welt ist nicht unser Zuhause und all die Lebewesen, die herumlaufen, sind auch Freunde und Teile von Krishna. Und wenn wir sie zurückbringen zu Krishna oder in Kontakt bringen mit Krishna, dann freut sich Krishna. So all dieses höhere Wissen soll man auf Sankirtan haben und das nicht so ernst nehmen. Das Problem ist, wir nehmen unseren Geist viel zu ernst und der Geist redet uns Dinge ein, die gar nicht stimmen. Du musst jetzt
zornig sein, du musst jetzt frustriert sein, du musst jetzt traurig sein, du musst jetzt dies oder jenes. Und dann auf einmal, ja, ich bin traurig, ich bin zornig, ich bin dies oder jenes. Wir sind spirituelle Lebewesen, wir sind immer ausgeglichen und glücklich und friedlich. Wir haben mit der ganzen mentalen und sentimentalen, emotionalen Geschichte gar nichts zu tun. Das ist Maya. Wenn wir sentimental sind oder emotional, irgend so eine Emotion erleben, das Problem ist, dass wir uns damit identifizieren. Wir sollen uns einfach nicht damit identifizieren. Sollen einfach wissen, ja, das sind die unteren Schichten meines momentanen physischen Selbst. Aber ich bin ein spirituelles Lebewesen und wir können gerade auf Sankirtan eine Tätigkeit, die unser Bewusstsein so reinigt, das so stark verwirklichen. Und das ist das Beste oder eins der besten Dinge, die wir tatsächlich erleben können im Krishna-Bewusstsein, diese geistige Freiheit zu entwickeln. Die Freiheit von diesen Emotionen. Ja, oder wie sagt man, Gefühlen auch. Man wird nicht gefühlslos. Nee, man entwickelt die wahren Gefühle, die immer spirituell sind. Wahre spirituelle Gefühle sind nicht immer gleich, da gibt es auch eine Vielfalt. Aber wir werden frei von diesen materiellen Gefühlen, wie Zorn, wie Neid, wie Gier, Unzufriedenheit, Angst und so. Das sind materielle Gefühle. Ein Gottgeweihter ist aber nicht frei von Gefühlen. Wir haben aber spirituelle Gefühle. Und die spirituelle Basis ist natürlich die der Glückseligkeit und Ausgeglichenheit und all diese positiven Attribute sind da. Und natürlich noch wunderbarer ist, wenn wir dann spirituelle Erfahrungen mit Krishna machen. Und gerade auf Sankirtan, da habe ich das so oft erlebt, dass Krishna Dinge arrangiert, Leute, primär in Form von Personen, die auf einmal wie aus dem Nichts erscheinen und man gibt ihnen ein Buch mit, hat ein positives Gespräch und man ist einfach so glücklich. Sankirtan macht einfach so glücklich, weil Krishna glücklich ist. Ja, man wundert sich manchmal dann vielleicht, warum bin ich jetzt so glücklich? Warum ist alles so gut? Man ist alles so wunderbar, weil Krishna glücklich ist. Du stehst ein paar Stunden auf der Straße und rackerst dich ab und bemühst dich und vielleicht mit nicht so viel Ergebnis, mit nicht so vielen Büchern. Aber am Ende des Tages, wenn du ehrlich bist, war es wirklich wunderbar. Und du denkst, das war ja wirklich wunderbar. So kann ich alle Freunde der Mission nur inspirieren, sich mal den Buchverteilern anzuschließen, mal mitzugehen, das mal auszuprobieren und den Nektar des Sankirtans zu erleben. Das Problem ist nur, dass wir am Anfang noch nicht gereinigt genug sind im Geist und dann sind wir vielleicht ein bisschen schockiert und das ist intensiv und dann werden wir emotional und sentimental. Aber wenn wir dranbleiben, wir erheben unser Bewusstsein, kommen darüber und erfahren die wirkliche Freude. Ja? So am Anfang ist man vielleicht in Maya, das ist klar, weil man noch so bedingt ist, aber das wird mehr und mehr weggehen. So bin ich eben in Wien in den Tempel eingezogen und das war eine der ersten Dinge, die ich gemacht habe. Ich bin auf Sankirtan gegangen in Wien und das erste Buch, an das kann ich mich erinnern, das war in Meidling, in der Meidlinger, wie hat das geheißen, Hauptstraße oder Fußgängerzone da, in Meidling, bei der S-Bahn-U-Bahn-Station U6 in Wien. Und das ist eine kleine Fußgängerzone. Und da habe ich einen Jungen angesprochen und ihm das erklärt. Und er hat gesagt, ja, ich muss kurz wechseln. Und er ging da und gab mir 10 Euro und hat eine Bhagavad Gita mitgenommen. Das ist das erste Buch, an das ich mich erinnern kann. Bhagavad Gita, das ich da verteilt habe. Nun, Sankirtan ist eben Srila Prabhupads Wunsch. Und wir brauchen das einfach nur testen. Einfach mal mitmachen. Uns hingeben und einfach, ja, was Wertvolles machen. Unsere Zeit wirklich für was Wertvolles verwenden. Hare Krishna.